Hallo und herzlich willkommen zu Energiewirtschaft einfach gemacht. Mein Name ist Carsten Eckert und in diesen Videos machen wir uns die Energiewirtschaft besonders einfach. Heute geht es darum, was tue ich eigentlich, wenn mein Stromzähler anscheinend defekt ist. Also wenn ich zum Beispiel eine Stromrechnung bekomme, auf der es ein deutlich höherer Stromverbrauch angegeben ist und ich deswegen eine hohe Nachzahlung haben würde. Ich habe in den letzten Jahren zum Beispiel immer 4000 Kilowattstunden verbraucht, jetzt habe ich plötzlich 7000 Kilowattstunden verbraucht. Kann das sein? Habe ich vielleicht ein Verbrauchsverhalten an den Tag gelegt? Habe ich viel mehr Energie verbraucht, weil ich neue Geräte hatte, die das dann plausibel darstellen würden? Habe ich zum Beispiel neue Aquarien oder einen Swimmingpool, den ich irgendwie elektrisch heize? Oder sind es meine Hanfplantagen oder was auch immer, die einfach sehr, sehr viel Energie verbrauchen? Zum Beispiel auch bei einem Wasserschaden, dem man mit Trocknungsgeräten entgegenkommt, wird besonders viel Strom verbraucht. Der erste Schritt ist jetzt, auf die Stromrechnung zu schauen. Hier gibt es eine ganz wichtige Angabe bei den Zählerständen, nämlich ob es echt abgelesene Zählerstände sind oder ob diese errechnet wurden, also geschätzt wurden. Das steht auf diesen Rechnungen ganz konkret drauf. Ist es vielleicht auch so, dass über die letzten Jahre der Zählerstand immer geschätzt wurde, weil nie bei mir abgelesen werden konnte und jetzt wurde doch mal abgelesen und es hat sich herausgestellt, es wurde immer zu niedrig geschätzt. Ich habe immer zu niedrige Rechnungen gehabt und jetzt wird mir alles nachberechnet. Das könnte auch der Grund dafür sein. Denn wir müssen bedenken, rein statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit für einen defekten Stromzähler unglaublich gering. Ist es zum Beispiel ein technischer Defekt von einem Gerät, also verbraucht dieses jetzt einfach mehr Strom, als es eigentlich verbrauchen sollte, weil es irgendeinen Defekt gibt? Dafür kann man sich zum Beispiel bei den Verbraucherzentralen Energiemessgeräte holen, die man dann praktisch zwischen die einzelnen Geräte und die Stromleitung klemmen kann, um zu sehen, wie viel Energie verbraucht dieses Gerät jetzt gerade. Und wenn das deutlich höher ist, als es eigentlich verbrauchen müsste, dann weiß man schon mal, das hier ist das Problem. Ein weiterer Grund kann natürlich auch sein, dass jemand anderes über meinen Stromzähler Energie nimmt, also Energiediebstahl praktisch, Stromdiebstahl. Dafür kann man mal versuchen, alles seine Geräte auszuschalten, vielleicht auch die Sicherung rauszudrehen. Und wenn sich dann immer noch der Stromzähler weiterdreht, dann weiß man, hier gibt es ein Problem. Und spätestens dann sollte man seinen Netzbetreiber oder Messstellenbetreiber, das ist im Regelfall das gleiche Unternehmen, das Vorortstadtwerk oder der regionale große Stromnetzbetreiber, die kann man dann also benachrichtigen, die kommen vorbei und prüfen jetzt den Zähler. Bei einer sogenannten Befundprüfung wird also der Zähler ausgebaut, zusammen mit der Eichbehörde nochmal genau geprüft und es wird eben festgestellt, gab es hier ein Problem. Wenn der Zähler nicht defekt war, also wenn er immer korrekt gezählt hat, dann wird diese Prüfung dir in Rechnung gestellt. Das kann schon mal 100 bis 200 € kosten, vielleicht sogar mehr. Von daher, man muss sich also sicher sein, dass der Stromzähler tatsächlich defekt ist, bevor man diese Befundprüfung auch wirklich in Auftrag gibt. Wenn der Zähler tatsächlich defekt war, nicht korrekt geeicht war oder was auch immer, dann wird die Rechnung natürlich nicht dir als Verbraucher in Rechnung gestellt. Dann bekommt man also einen neuen, korrekt funktionierenden Stromzähler eingebaut. Und jetzt stellt sich ja noch die Frage, was ist jetzt mit den vergangenen Rechnungen? Gab es da vielleicht schon Probleme und müsste ich vielleicht ein bisschen Geld zurückgezahlt bekommen? In § 18 der Stromgrundversorgungsverordnung wird geregelt, und das ist meistens auch in den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Energieversorger so niedergeschrieben, dass im Falle eines Defekts, eines falschen Zählers, nur der Abrechnungszeitraum vor der Feststellung noch korrigiert wird, also im Regelfall nur ein weiteres Jahr in die Vergangenheit. Sollte festgestellt werden können, dass der Stromzähler auch wirklich langfristig schon defekt war, dann kann es auch bis zu 3 Jahren rückwirkend eine Korrektur der Rechnung geben. Bekommt man also eine Nachberechnung und im Regelfall bekommt man dann ein Guthaben ausgezahlt. Also können wir es folgendermaßen zusammenfassen. Sollte der Stromzähler ein eigenartiges Verhalten an den Tag legen, sollten wir erstmal prüfen, habe ich vielleicht tatsächlich einen höheren Stromverbrauch? Sind es vielleicht meine Geräte, die hier den hohen Stromverbrauch zu verantworten haben? Das kann ich zum Beispiel tun, indem ich alles abschalte und schaue, ob der Stromzähler weiterhin noch läuft. Wenn er das tut, ist er wahrscheinlich defekt oder Strom wird abgezapft. In beiden Fällen ist der Netzbetreiber oder Messstellenbetreiber der richtige Ansprechpartner, der prüft das Ganze und wird dann im Regelfall einen neuen, funktionierenden Stromzähler einbauen. Und dann wird natürlich auch noch rückwirkend die Rechnung korrigiert und man wird im Regelfall dann ein Guthaben überwiesen bekommen. Und wenn es tatsächlich nur das eigene Verbrauchsverhalten war, dann sollte man mal mit der Verbraucherzentrale sprechen und kann sich auch kostenfrei über Energiesparmaßnahmen beraten lassen. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Stromzähler, ist der defekt und was kann man da tun, dann stellt ihr einfach in den Kommentaren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, denn es gibt noch jede Menge andere Videos, die ich produzieren werde, rund um die Energiewende, Energiewirtschaft, den Kohleausstieg und so weiter. Mein Name ist Carsten Eckert und das war's für heute bei Energiewirtschaft einfach gemacht.